Hallo Freunde, heute habe ich den Klassiker aus der italienischen Küche, nämlich den Caprese-Salat. Super einfach, super schnell und so mega lecker. Viel Freude beim Anschauen, Nachbereiten und Genießen. Dafür brauchen wir Tomaten, am besten richtig schmackhafte Tomaten. Ich habe hier mein rosa Ochsenherz. Fleischtomaten schmecken gut, aber ihr wisst ja selber, was euch am besten schmeckt. Das schneide ich in dicke Scheiben. So, nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Seit neuestem wird bei uns auch so ein Mozzarella verkauft auf einem, schaut mal, so ein großes Stück. Es ist auch viel fester wie der normale Mozzarella. Ich finde ihn genial. Also schmeckt genauso, nur ein bisschen fester. Jetzt wird es in dicke Scheiben geschnitten. Nicht zu dick wieder, nicht zu dünn. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen zwischen die Tomaten. Also eigentlich sollte auf jeder Tomate so ein Mozzarella-Stück sein. Obwohl ich viel Mozzarella gegessen habe und auch verteilt habe, ist immer noch Mozzarella übrig. Das ist richtig ergiebig. Jetzt brauchen wir Balsamico-Blätter. Super, wenn man sie frisch, wenn man sie ganz nimmt oder man kann sie auch klein schneiden, aber erstmal waschen. Okay, die gewaschenen Blätter werden hier und da hineingesteckt. Dieser Geruch hier vom Basilikum, lecker. Jetzt geht's mit dem Würzen weiter. Ich habe Pfeffer. Da kommt Pfeffer drauf. Dann Salz natürlich. Salz lässt die Tomaten dann auch ein bisschen glänzen. Dann geben wir Olivenöl drauf. Wer kein Olivenöl mag, der kann natürlich Pflanzenöl nehmen oder was man halt gewohnt ist. Olivenöl wäre das Original. Jetzt gebe ich darauf so eine Balsamico Aceto Creme. Die ist dickflüssiger wie wie Balsamico Essig. Das sollte man auch gar nicht nehmen. Schaut man, ist sehr dünn und sehr, naja, sehr essighaft. Und das ist eher süß. Wenn man das nicht hat, kann man das auch weglassen. So. Ein bisschen davon. Super, ganz schnell und richtig, richtig köstliches italienisches klassisches Gericht. Freunde, das war's für heute. Caprese-Salat schmeckt jedem und wir lieben das über alles. Bitte vergesst nicht, ein Like zu setzen und meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video, eure Xenia.